Guten Abend um 19.30 Uhr zu Brandenburg aktuell. Seien Sie willkommen mit im Studio für die Kurznachrichten, Ingo Bötig. Guten Abend. Und mit diesen Themen geht die Woche los. Aufgeheizte Stimmung, Aufregung nach Messerstecherei in Cottbus. Aufgehübschte Städte, 25 Jahre Stadtkernsanierung und große Bühne, neuer Chef am Staatstheater. Da sind wir gleich in Cottbus, denn Cottbus ist seit Tagen in den Schlagzeilen mit den tätlichen Auseinandersetzungen in der Innenstadt, mit einem Großeinsatz der Polizei, der ja als Warnung gemeint war, und dann der blutigen Schlägerei am Wochenende mit dem traurigen Höhepunkt. Auch heute berichten wir wieder, denn auch die Reaktionen auf die Vorfälle sind heftiger geworden, während die Polizei noch intensiv ermittelt. Daniel Jorowitz. Die Tat vom Wochenende ist das Gesprächsthema in Cottbus. Eine Gruppe junger Männer feiert Junggesellenabschied. Es kommt zum Streit mit ausländischen Jugendlichen. Fünf Deutsche kommen nach Messerattacken ins Krankenhaus. Das steht fest. Was aber genau passiert war, das wissen wir nicht. Das ist richtig beängstigend. Hoffentlich kriegen die das irgendwie in den Griff, die Polizei oder so überhaupt. Es gibt viele Alkoholiker hier, Deutsche und Syrische auch. Und es gibt viele Junge, ja, die machen Probleme. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß ja nicht, wer es war. Viele sind auch unsere mitbeteiligt. Die Polizei ist sich sicher. Die Täter kommen aus einer Gruppe Syrer. Das hätten mehrere Zeugen in der Tat nach dem Beamten bestätigt. Mehr gibt es heute nicht an Informationen. Unterdessen Krisensitzung wegen der anhaltenden Unruhen im Rathaus. Und die Stadtverwaltung reagiert. Wir werden noch mal einen Gang schärfer jetzt werden. Wir werden uns auf jeden Fall, und das wird vorbereitet im Moment, damit auseinandersetzen, das werden wir auch einführen, dass es für die Innenstadt, für bestimmte Bereiche, Stadtteilenvorplatz, Puschkin Park, Stadtmauer, ja, im Wesentlichen, das sind die Bereiche, ein Alkoholverbot geben wird. Und bis hin sogar beschäftigen wir uns mit dem Thema Videoüberwachung. Es ist das Gesprächsthema auf der Straße, aber auch im Internet. Gerüchte und Hasskommentare hundertfach. Zitat, zum Kotzen raus und weg mit dem Pack oder das Dreckspack kotzt einen nur noch an. Cottbus guckt nun auf diese Nacht und hofft, dass es ruhig bleibt. Mein Kollege Andreas Rausch ist aus unserem Cottbuser Studio zugeschaltet. Andreas, schaukelt sich da gerade was hoch, das schwierig werden könnte für Cottbus? Kann man auf keinen Fall ausschließen. Wir haben ja quasi jeden Tag mit Polizeimeldungen zu tun, die genau das zu bestätigen scheinen. Und wie schnell ist so ein Messerstich eben nicht nur eine leichte Verletzung, sondern todbringend? Und wie schnell ist man dann auch mit dem Ruf nach Vergeltung und nach Lynchjustiz bei der Stelle? Hier hat man es wirklich mit dem Phänomen zu tun, dass sich dieser extreme Hass, wir haben es gerade als Beispiel gesehen, und das waren nur zwei kleine Beispiele, vor allem im Netz abspielt. Auf der Straße ist das Phänomen deutlich kleiner und deutlich geringer. Hier bei uns direkt quasi vor dem RBB-Studio in Cottbus ist der Stadthallenvorplatz, für alle, die es wissen. Und dort ist es eine Gruppe oder sind Gruppen von 50, 60, 70 Personen. Und das in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Es ist also kein Dauerphänomen, aber wie gesagt, der Hass spielt sich im Netz ab und wie sich das hier auswirkt und wie das weitergeht. Es trifft die Stadt in einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn die großen Schlagzeilen, die man mit Fremdenfeindlichkeit gemacht hat, die man mit Gewalt, mit Randale gemacht hat, die liegen alle Jahre zurück. Auch unter anderem auf dem Stadthallenvorplatz, 10 Jahre, hatten wir das gleiche Spiel, damals nur ohne Flüchtlinge. Und die Stadt hat viel getan, es ist viel saniert worden, es gibt einen Aufschwung, es wird sehr, sehr viel Positives hier zu berichten gewusst, es gibt Zuzug. Und jetzt hauen diese Schlagzeilen natürlich dem Image der Stadt ordentlich in die Knie und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Nun haben wir gerade vom Ordnungsdezernenten gehört, wir werden einen Gang höher schalten, schärfer werden. Was hören Sie unterdessen von denen, die für die Sicherheit in der Stadt sorgen? Also man ist vorsichtig geworden, was die Polizei angeht. Jetzt ist das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um unterschiedliche Dinge handelt. Der Junggesellenabschied spielte in einem anderen Stadtteil oder in einem Stück weit weg von diesem sozialen Brennpunkt, Stadthallenvorplatz, der uns jeden Abend hier beschäftigt. Aber das, was angekündigt ist, Staatsanwaltschaft will im Moment keine, hat die Ermittlungen übernommen, die Federführung will im Moment keine Spekulationen nähren. Deswegen gab es heute auch kein Interview unter anderem. Bei der Stadtseite muss man bemerkenswerterweise feststellen, dass sie sehr rigoros durchgreift. Es ist auch von Videoüberwachung die Rede. Das Alkoholverbot haben wir gehört. Es werden auch mehr Streetworker eingesetzt. Die Polizei fährt sichtbar häufiger Streife. Ob das am Ende eine reine Repression ist und das Thema nur nach außen in die Außenbezirke verlagert oder hier wirklich zu einer Beruhigung beitragen kann, spürbar wird mehr getan. Was es auswirkt, wissen wir im Moment nicht. Andreas, wir wissen ja auch, wie aggressiv die Fußballfans sind von Energie. Was da auch passiert ist in der letzten Zeit, gibt es da Zusammenhänge?
Die sind für uns im Moment so nicht darstellbar. Hier hat es wirklich, also das, was im Stadthallenvorplatz und was wir auch in der letzten Woche quasi täglich hatten, es wurde Sieg Heil gebrüllt, es wurden Körperverletzungen begangen, es wurden Platzverweise en gros ausgesprochen. Wir haben bei Brandenburg aktuell ja darüber berichtet. Das sind in Großteil, ist es zum Teil Milieu, es sind Flüchtlingsgruppen, gerade Syrer. Wir haben hier 150 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge im näheren Stadtgebiet. Also der Vorteil von Cottbus, alles mit kurzen Wegen zu gestalten, wird hier möglicherweise zum Nachteil, auch wegen des freien WLANs möglicherweise. Was wir noch nicht festgestellt haben, ist, dass Neonazis sich dieses Themas bemächtigen, so wie wir es zum Beispiel in Bautzen auf dem Kornmarkt erlebt haben. Wir erinnern uns möglicherweise noch an die Schlagzeilen vom letzten Jahr. Das ist hier noch nicht der Fall und eine Querverbindung kann man noch nicht ziehen. Wenn das möglicherweise noch dazukommt, dann denke ich wirklich, wird die Situation brenzlig. Cottbus und das Stadtzentrum und die Sicherheitsdebatte beginnt wohl erst. Dankeschön für die Einschätzung, Andreas Rausch nach Cottbus. Neues vom BER. Es gibt wieder mal eine Aufregung um eine Personalie. Heute tagt der Aufsichtsrat in Berlin und der neue Chef des Flughafens bekommt Druck. Engelbert Lüdke-Dahldrup hat sich einen Berater an die Seite geholt. Warum sollte man da jetzt rot sehen? Wie schon so oft vor Aufsichtsratssitzungen des BER, statt Antworten auf drängende Fragen wie etwa die nach einem Eröffnungstermin, war es eine Personalie, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Der neue Flughafenchef Lüdke-Dahldrup hat seinen Parteifreund und früheren SPD-Sprecher Lars Kühn für mehrere Tage pro Monat als Kommunikationsberater angeheuert. Nach Angaben der Bild-Zeitung für einen Tagessatz von 2000 Euro. Aufsichtsratschef Brettschneider sah heute Morgen das Ganze noch recht gelassen. Habe ich schon gesagt, Sturm im Wasserglas. Erklärungsbedarf gibt es trotzdem. Ist es doch noch nicht einmal 3 Monate her, dass der eigenwillige Abschluss eines Beratervertrags Lüdke-Dahldrups Vorgänger den Job als Flughafenchef gekostet hat. Er ist ein geschäftsüblicher Vertrag. Das Honorar ist geschäftsüblich und wir haben ein Kommunikationsbudget, um nur in eine Orientierung zu geben, was sich im pro Jahr im etwa 200.000 Euro Bereich bewegt und darauf wird nicht nur der Vertrag von Herrn Kühn bedient. Auch habe er nicht nur einen SPD-Mann verpflichtet, sondern ebenfalls eine Agentur für die Kommunikation mit konservativen Parteien. Der BER ist auch das Top-Thema morgen auf der gemeinsamen Sitzung von Brandenburger Landesregierung und Berliner Senat. Zu der ist natürlich auch der neue Flughafenchef geladen. Zum weiteren Geschehen im Land nun die Kurznachrichten, die hat für Sie Ingo. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag, Gauland, startet zur Stunde seinen Bundestagswahlkampf in Frankfurt-Oder. Dort hat er seinen Wahlkreis. Gauland hatte im November letzten Jahres bekannt gegeben, dass er für den Bundestag kandidieren will. Punkten möchte er dabei vor allem mit den Themen Flüchtlingskrise und innere Sicherheit. Zur Veranstaltung am Frankfurter Rathaus kamen rund 100 Anhänger. Gegendemonstranten versuchten die Kundgebung mit Parolen und Pfiffen zu stören. Neben Gauland hielt auch der Frankfurter AfD-Chef Wilko Möller eine Rede. Der Bundespolizist war in der vergangenen Woche in die Kritik geraten, nachdem er bei Facebook ein Foto von sich in Tarnuniform und mit dem Spruch "Klagt nicht, kämpft" postete. Weder Gauland noch Möller wollten sich heute von dem in der rechten Szene gebräuchlichen Spruch distanzieren. Gut 5 Monate nach dem Terroranschlag in Berlin soll es nun doch einen Untersuchungsausschuss geben. Darauf haben sich die Regierungsfraktionen im Abgeordnetenhaus von Berlin verständigt. Untersucht werden soll, ob Behörden den Attentäter Anis Amri lange Zeit vor dem Anschlag hätten verhaften können, sowie ob Akten im Landeskriminalamt Berlin manipuliert wurden. Bei dem Anschlag Ende Dezember hatte Amri 12 Menschen getötet. Wo leben im Schnitt die Jüngsten und wo die ältesten Brandenburger? Eine Studie des Bundesinstituts für Stadt- und Raumforschung hat das untersucht mit dem Ergebnis, die Jüngsten leben in Potsdam und sind im Durchschnitt 42 Jahre alt. Die Ältesten in der Prignitz mit durchschnittlich knapp 49 Jahren. Ja, und in ganz Brandenburg liegt der Altersdurchschnitt bei 46,5 Jahren. Kohlegegner haben am Morgen in Cottbus gegen die Tagebaupläne in der Lausitz protestiert. Die Polizei hielt die 25 Demonstranten aus Sicherheitsgründen auf Abstand zur Zentrale des Lea-Konzerns. Die Aktion ist der Auftakt des diesjährigen Klimacamps in der Region. Das Ziel dabei ist klar. Wir sind gegen die Verschleppungstaktik der LEAG, die Entscheidung, um Welze Süd 2 noch bis ins Jahr 2020 zu verschleppen. Für uns ist klar, es darf keine neuen Tagebaue in der Lausitz geben. Bis zum Sonntag wollen die Teilnehmer des Camps die Tagebauregion mit dem Fahrrad erkunden. Dabei führt ihr Weg durch die brandenburgische wie auch die sächsische Lausitz.
in einer Bruchbude leben. War keine wirkliche Option. Doch was mit den vielen alten Häusern anfangen, die auch die DDR überdauert hatten, die es immerhin ja noch gab und deren Sanierung Millionen kosten würde. Vor 25 Jahren ging es los. Städte mit historischen Kernen gründeten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft und retteten, was das Zeug hielt und durch Förderprogramme von Bund, Land und Kommune möglich war. Fast 3,7 Milliarden Euro sind es bis heute dann geworden. Und die wurden in die Altstädte Brandenburgs hineingesteckt, auch nach Bad Belzig. Dort hat sich Julia Baumgartel das Leben mit so viel Altem angesehen. Postkartenmotive, wohin man schaut. Bad Belzig hat sich herausgeputzt, wie so viele der historischen Städte. Und das war eine Menge Arbeit. Belzig vor 25 Jahren. Eine von den grauen Mäusen, wie Landesvater Stolpe seine Städte seufzend nannte. Die Sanierung eine Mammutaufgabe. Weshalb sich auch zunächst 20, heute 31 Städte zusammentaten, um schöner zu werden und lebenswerter. Dieses graue Einerlei der Stadt tat uns sehr weh. Und wir haben natürlich versucht, Möglichkeiten zu finden, die hier eine Änderung vollziehen sollten. Der Bauamtsleiter von Belzig. Heute sitzt er zusammen mit seinen Kollegen und Bürgermeistern zum Beratschlagen und zum Feiern. Und er weiß genau, was in seiner Stadt gemacht und noch zu machen ist. Beispiel altes Gutshaus, da kann ein Häkchen dran. Nach jahrelangem Verfall werden hier gerade 6 neue Wohnungen gebaut, auch nebenan. Beispiel Innenstadt. Hier steht noch einer der dicken Brocken, den kein Investor haben will. Zu teuer die Sanierung. Die Belziger schauen sehr genau hin, was aus ihrer Innenstadt so wird. Es sind viele Häuser am Verfall oder unbewohnt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Na ja, abends ist es sehr einsam. Wenn man wirklich so nach 18 Uhr mal fährt, da ist es Bahnsteig hochgeklappt, da sind leer. Ich finde das Stadtbild nett, nett, aber auch nicht mehr. Ein großes Thema in Belzig, der Verkehr in der Innenstadt. Die Denkmalschützer hätten die Autos gern raus, die Ladenbesitzer und manche Kunden sind dagegen. Der Sanierungsprozess geht also immer weiter. Fertig wird man wohl mit so einer Stadt nie, sonst hätten wir nicht teilweise tausendjährige Geschichten, 800 Jahre alte Städte. Es war also immer Bewegung, es gibt immer zu tun und man wird einfach nicht fertig. Könnte also gut sein, dass die AG auch noch ihren 50. feiert in 25 Jahren. Zum diesjährigen Geburtstag gibt's aber erstmal Geschenke an die Bürger. Wer beim Gewinnspiel mitmacht und möglichst viele Städte besucht, kann Reisen oder Kulturgutscheine für die 31 Mitgliedsstädte gewinnen. Zum Beispiel nach Bad Belzig. Und nun geht es um die Lausitz. Erst rein in den Strukturwandel und dann raus aus der Kohle oder andersrum. Ein politisches Masterprogramm dafür gibt es nicht. Doch im Kraftwerk Jänschwalde wird schon in einem Jahr der erste Block abgeschaltet. Heute kam die Ostbeauftragte der Bundesregierung in die Lausitz, um über die Zukunft zu reden. Doch wie viel lässt sich da besprechen, so kurz vor der Wahl? Rico Herkner berichtet. Das Kraftwerk in Jänschwalde. Mehr als 600 Jobs gehen hier und im nahen Tagebau bis Ende 2019 verloren. Der Betriebsrat lud darum die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke, zum Vororttermin. Die Forderung an die Politik, den Standort für neue Investoren international vermarkten. Die Kernbotschaft ist gerade in Richtung Wirtschaftsministerium, dass man weltweit Aufmerksamkeit erregt für das, was wir hier können, für das, was wir hier zu bieten haben. Anschließender Besuch der Ostbeauftragten im Berufsausbildungszentrum, denn der Energiekonzern LEAG setzt weiter auf Nachwuchskräfte. Das Ziel, viele Auszubildende hier in der Lausitz wohnen und arbeiten. Wenn ich die Möglichkeit habe, in Cottbus oder hier in der Region zu bleiben, dann möchte ich das auf jeden Fall machen. Aber wenn es nicht möglich ist, dann muss ich hier weg. Die Wirtschaftsregion Lausitz im brandenburgischen Jänschwalde wurde über deren Zukunft geredet. Zeitgleich 100 Kilometer weiter südlich im sächsischen Kamenz die Grundsteinlegung für eine zweite Akkumulatorenfabrik des Daimler-Konzerns. Für die Kanzlerin ein Beitrag für gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West. Außerdem 600 Alternativjobs für Kraftwerker. 10 Jahre lang kämpfte die Region um diese Investition.
Klar hofft jeder der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass irgendwo bei Ihnen in der Nähe so eine Investition stattfindet. Aber ich denke, die einzelnen Baustellen, die wir in den letzten Wochen, Monaten sehen, fügen sich langsam zusammen und Bund und Länder machen sich da große Gedanken. Und das war ja auch das Ziel der Lausitzrunde. Die in der Lausitzrunde vereinten Bürgermeister nahmen am Nachmittag dann noch in Peitz die Ostbeauftragte der Bundesregierung in die Pflicht. Es geht um hunderte Millionen an Strukturhilfen. Doch meist fehlen noch die Planungen für entsprechende Projekte. Also so nach dem Motto, da könnte man irgendwann mit dem Finger schnipsen und dann ist ein Großinvestor da und alles ist rosarot und himmelblau. Ich kann uns dazu nicht raten. Wir sind sozusagen bei den Anstrengungen der Gebirge und deshalb müssen wir uns da solide hinsetzen und unsere Hausaufgaben machen auf allen Ebenen. Die Bilanz am Ende dieses Tages. In Jenschwalde wurde über die Lausitzer Zukunft geredet und in Kamenz wurde ein Teil davon gestaltet. Immer wenn es zu trocken wird, die Temperaturen so sprunghaft steigen, dann sorgt man sich um die Wälder hier in Brandenburg. Für einige Regionen gilt bereits die zweithöchste Gefahrenstufe und vorher, die gab es auch schon. Diese Woche soll sich die Wetterlage nicht groß ändern und am Herrentag werden viele raus wollen ins Grüne und dann ist noch Leichtsinn an Bord. Sonja Lüning hat sich erkundigt, wie es aussieht mitten in der brandgefährlichen Zeit. Ab und zu flammen noch einzelne Brandnester auf, in diesem Waldstück bei Groß-Eichholz im Landkreis Oder-Spree. Eine Wache kontrolliert, ist rund um die Uhr im Einsatz. Gebrannt hat es hier gestern Abend. Die Feuerwehr löschte mehrere Stunden lang. Betroffen 0,6 Hektar Wald. Die Ursache von diesem Waldbrand ist entweder Rauchen im Wald, was eigentlich verboten ist per Waldgesetz, also dass einer seine Kippe weggeworfen hat und durch Wind und Entfachung, dass dieser Waldbrand entstanden ist, oder Vorsatz, dass irgendein Chaot durch den Wald rennt und diesen Wald angebrannt hat. Es ist nicht das einzige Feuer am Wochenende. Insgesamt 7-mal brennt es in kleineren Waldstücken, so wie gestern bei Gransee im Landkreis Oberhavel. Auch heute stehen kleinere Flächen in Flammen. Bei Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragten gehen um die Mittagszeit mehrere Meldungen ein. Es ist nichts Außergewöhnliches, aber es ist, sag ich mal, der Witterung entsprechend. Das heißt, wir haben jetzt schon über mehrere Tage Trockenheit. Das heißt, automatisch ist die Waldbrandgefahr hoch geworden. Und wir erwarten, dass sie also auch nicht durch irgendwelche Regenschauer zurückgeht, sondern eher, wir werden die ganze Woche eine hohe Waldbrandgefahrenlage weiterhin haben. Die Waldbrandgefahr steigt also weiter. Fast überall gilt ab morgen die Warnstufe 4, im Havelland sogar die höchste Waldbrandstufe 5. Nur in den nördlichen Landkreisen gilt die mittlere Stufe. Mit Blick auf Himmelfahrt rät der Waldbrandschutzbeauftragte: Es ist absolutes Rauchverbot und Grillen gehört außerhalb des Waldes im gehörigen Abstand, aber nicht im Abstand von 50 Metern zum Wald. Das ist tabu. Und wer den Waldspaziergang machen möchte, der sollte auch sein Auto dort sicher parken, wo es zulässig ist. Im Waldstück bei Groß-Eichholz hofft man nun auf einen richtigen Landregen, damit die Waldbrandgefahr nicht noch weiter steigt. Wissen wir Bescheid, muss man sich nur noch dran halten. Jetzt gibt es weitere Nachrichten mit Ingo. 6 verkaufsoffene Sonntage gibt es in Potsdam für die Gewerkschaft Verdi. Zu viele. Sie klagt am Oberverwaltungsgericht per Eileintrag und verweist darauf, dass verkaufsoffene Sonntage nur zulässig sind, wenn ein großes Ereignis viele Besucher in die Stadt zieht. Die Stadt Potsdam will 2017 zum Beispiel wegen der Antikmeile 2 Sonntage für den Handel öffnen. Das Problem ist, dass die Potsdamer versuchen, mit relativ räumlich eingegrenzten kleinen Veranstaltungen eine stadtweite Öffnung zu begründen. Und das geht nicht. Das lässt das Recht in Deutschland nicht zu. Eine Entscheidung zu den verkaufsoffenen Sonntagen in Potsdam könnte sich auf ganz Brandenburg auswirken, so Verdi. Bislang wüssten Kommunen oft nicht, wann eine Öffnung erlaubt ist und wann nicht. Mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts rechnet die Gewerkschaft im Juni. Die Polizei meldet einen Erfolg im Kampf gegen sogenannte Planenschlitzer. Sächsische und brandenburgische Ermittler haben in Brieselang eine Bande auf frischer Tat gestellt. 4 Männer. Zivilfahnder hatten sie beobachtet, wie sie Plane mehrerer Lkw aufschlitzten, um an die Ladung zu kommen. Jetzt wird geklärt, ob weitere Straftaten auf ihr Konto gehen. In Frankfurt-Oder haben Unbekannte erneut einen Geldautomaten gesprengt. Der automatische Alarm der Bank wurde letzte Nacht gegen 2 Uhr ausgelöst.
Die Täter hatten Gas in einen der Automaten geleitet und zur Explosion gebracht. Ob sie auch an die Geldkassette gekommen sind, teilte die Polizei noch nicht mit. Der Überfall ist offenbar Teil einer Serie. Am Samstag schlugen die Automatenknacker in Strausberg zu. In Frankfurt waren sie zuletzt im März aktiv. Die Brala, das ist Brandenburgs größte Landwirtschaftsschau. In dieser Woche öffnet sie wieder ihre Tore mit rund 700 Ausstellern. Donnerstag geht's los und heute hat der Agrarminister Vogelsänger das Programm vorgestellt. Erwartet werden 40.000 Besucher. Die dürfen sich zum Beispiel freuen auf Tiere zum Anfassen, alte Landmaschinen und regionale Spezialitäten wie selbstgebrautes Bier. Passend dazu hat Agrarminister Vogelsänger den ehemaligen Schwergewichtsboxer Axel Schulz zum ersten Bierbotschafter des Landes ernannt. Ich fange ja nicht gleich mittags an mit dem Bier trinken, also zum einen. Und zum anderen ist es ja auch, sag mal, gerade wenn ein Sportler betätigt sich hat, da mal ein kühles Bier zu trinken, das ist ja nicht schlecht, weil da viele Nährstoffe drin sind. Der 48-Jährige soll vor allem die märkischen Klein- und Gasthausbrauereien bekannter machen. Schöner Job. Jetzt geht's um den nächsten. Viel Getöse an der Volksbühne und dem Berliner Ensemble, wo neue Chefs den Theaterbetrieb übernehmen. Eher geräuschlos ist da die entscheidende Veränderung an Brandenburgs einzigem Staatstheater. Hier wird ab August Jo Fabian neuer Schauspieldirektor. Veränderung ist sein Motto und er will jede Menge Austausch, vor allem mit seinem Publikum. Klingt nach einer spannenden neuen Spielzeit. Philipp Manske stellt den neuen am Staatstheater vor. Von Berlin nach Cottbus. Aus einem Freischaffenden wird ein Festangestellter. Bisher tingelte der Regisseur Jo Fabian mit seinen Stücken von Bühne zu Bühne durch ganz Deutschland. Jetzt bindet sich der 57-Jährige an ein Theater zum ersten Mal. Das wirkt wie eine Einschränkung, aber vielleicht ist gerade durch die Begrenzung, durch die Einschränkung auch eine kreative Möglichkeit, sozusagen, was man in so einem fixierten Rahmen machen kann. Auch an einem Ort mal mit einem Ensemble kontinuierlich Entwicklungsarbeit zu leisten, das ist vielleicht das Entscheidende sogar daran, weil ich als Gastregisseur sozusagen eher mal punktuell aufgetreten bin. Das Staatstheater kennt Jo Fabian gut. Seit der Wende hat der gebürtige Ostberliner immer wieder in Cottbus inszeniert. Der Regisseur geht als Star in der Szene, war als Freischaffender 2 Jahre im Voraus ausgebucht. Für Intendant Martin Schüler ist der neue Schauspieldirektor ein Glücksfall. Wir werden zusammen über Theater nachdenken. Wie kann man in Cottbus weiter spannendes Theater machen? Wie kann man junge Leute erreichen? Wie kann man die Kunstform des Schauspielens, auch die Kunstform des Zuschauens sozusagen erweitern? Und da ist er für mich ein idealer Partner. Jo Fabian erzählt in großen Bühnenbildern, wie hier in seiner Inszenierung von Francesco am Staatstheater vor 2 Jahren. Bei Fabian verschmilzen Schauspiel, Ballett und Musik. Er provoziert zum Nachdenken, verweigert einfaches Verstehen und die einfache Moral. Sein surreales Bildertheater, eine Zumutung für die Cottbusser Zuschauer? Wenn ich die Leute auf der Straße frage, was sie erwarten, sozusagen von so einem Event-Theater, würden die alle erstmal sagen, was ich noch nie gesehen habe, das soll richtig toll sein. Und wenn du ihnen dann was zeigst, was richtig toll ist und sie noch nie gesehen haben, was ist denn das jetzt gewesen? Will er mich verarschen? Ich will das sehen, was ich schon kenne. Also das ist ein Paradoxon, weil letztendlich darf ich mich natürlich auch nicht verstecken oder selbst betrügen. Ich bin ja kein Kultursklave, ich will Kunst machen und alle mitnehmen. Das gilt auch für das Ensemble. Es hat in einem offenen Brief gegen die Ablösung des alten und aktuellen Schauspielchefs Mario Holecek protestiert. Beim Kennenlerntreffen in Berlin mit dem neuen Chef ist davon nichts zu spüren. Die Stimmung jetzt? Dieser Widerstand war ja entstanden, bevor überhaupt klar war, wer wird der neue künstlerische Leiter in Cottbus werden. Es gibt sicherlich auch Ängste, existenzielle Ängste, ne? Aber ich denke, jetzt ist eine Phase des Übergangs, würde ich sagen. Die Gemüter haben sich etwas beruhigt. Jo Fabian will vorerst alle Schauspieler behalten. Er kennt die Ängste im Ensemble. Der nutzt den Leitungswechsel damit, um fremde Leute loszuwerden und eigene Leute einzukaufen. Das finde ich ziemlich hart, so für jeden, so das zu erleben. Es ist auch nicht gesagt, dass sie alle bleiben. Es geht einfach darum, dass man auf Augenhöhe sozusagen alle Beteiligten die Chance bekommen, selbst zu entscheiden, ob sie da mitarbeiten wollen, ob sie das interessiert.
Ab August wird Jo Fabian als Schauspieldirektor in Cottbus viele Entscheidungen treffen müssen, die nichts mit Kunst zu tun haben. Vielleicht die größte Herausforderung. Auch dafür. Toi, toi, toi. Fürs Wetter geht's heute in den Norden nach Prenzlau. Und unser Reporter Michael Nowak, der hat auch seine Aufgabe erkannt. Jetzt fahren wir über den See. Wenn sich der Mai so schön und sonnig wie heute zeigt, dann lockt das natürlich viele Menschen ans und aufs Wasser. Hier in Prenzlau gibt es dafür gute Möglichkeiten. Hier gibt es nämlich den Unteruckersee, den viertgrößten See Brandenburgs. Und es gibt hier jede Menge Kajaks, Kanadier und andere Boote. Der Chef packt hiermit an, Herr Knoll. Warum ist jetzt vielleicht gerade ein gutes Wetter fürs Kanufahren? Oh, Sommer. Die Sommerzeit naht. Außerdem, wie gesagt, Herrentag steht vor der Tür und da muss man loslegen. Sie sind jetzt hier ein Spezialist für weit. Sie fahren bis zur Ostsee von hier aus? Wir können theoretisch bis zur Ostsee fahren. Genau, also schon ziemlich lange. 1, 2, 3, 4 Tagestouren sind da schon an der Tagesordnung. Na, so viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber vielleicht können wir es trotzdem mal ausprobieren auf dem Unteruckersee? Genau. Wir legen mal richtig los. Mehr als reinfallen können wir ja nicht. Mal gucken, wie es funktioniert. Das Wasser selber so, 15 Grad, doch noch ziemlich kalt, wird aber weiter wärmer. Auch morgen. Hier sind die Aussichten für den Dienstag. In der Nacht Durchzug von lockeren Wolkenfeldern. Es bleibt überall trocken. Die Tiefstwerte pendeln sich bei schwachem Wind bei 11 bis 7 Grad ein. Morgen dann zunächst ein freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken. Später ziehen von Westen einzelne Schauer und Gewitter heran. Höchstens 23 bis 26 Grad. Eigentlich wollten wir ja direkt vom Unteruckersee in die Ucker weiterfahren. Die ist gleich nebenan. Das geht jetzt aber nicht. Warum eigentlich nicht? Weil 300 Meter Fluss ungefähr ziemlich niedrig Wasser hat. Und da würden wir mit diesem Boot nicht durchkommen. Jetzt sind wir hier ein bisschen flussabwärts. Was magst du vielleicht an dieser Strecke, die jetzt vor uns liegt? Na, es ist auf jeden Fall sehr idyllisch hier. Und man kann viele Tiere entdecken und so weiter. Richtung Norden schlängelt sich hinter Prenzlau die Ucker, wie sie auf Brandenburger Gebiet heißt. In Vorpommern wechselt sie dann den Namen. Als Ucker fließt sie gemächlich weiter, insgesamt knapp 100 Kilometer. Wenn wir jetzt hier die Ucker runterfahren würden, wo würden wir dann rauskommen? Ja, theoretisch und praktisch in Ueckermünde. Da fließt die direkt in den Bodden sozusagen und dann kann man links und rechts in die Ostsee einfahren, wenn man möchte. Wie lange braucht man, wenn man so eine Tour hier plant? 3 Tage würde ich anrechnen. 3 Tage ist schon eine ganze Menge. Was ist eine gute Jahreszeit oder vielleicht auch ein gutes Wetter dafür? Wettertechnisch nicht so vorprogrammieren werden. Einfach die Sachen entsprechend anziehen und los geht's. Kein Problem. Wir fahren jetzt trotzdem zurück. So viel Zeit haben wir heute nicht. Und in den nächsten Tagen, da ist das Wetter auch vielleicht nicht ganz so hundertprozentig für eine 4-Tagestour geeignet. Die Temperaturkurve zeigt am Mittwoch und Donnerstag nach unten. Höchstens 18 bis 20 Grad, dazu ziehen gelegentlich Regenwolken auf. Richtung Wochenende setzt sich wieder Hochdruckeinfluss durch, am Freitag schon wieder maximal 22 Grad. Es wird in den nächsten Tagen vorübergehend wieder etwas kühler und unbeständiger. Genießen wir also diesen herrlichen Sonnenschein. Und wie macht man das nach einer Bootstour auf der Ucker und dem Unteruckersee? Natürlich mit dem passenden Equipment. Danke, Michael. Und der hier braucht kein Wasserfahrzeug, so wie der sich aufgepumpt hat im Forstbotanischen Garten von Eberswalde. Dort hat Beate Bartel ihren Wetterfrosch entdeckt. Danke und das Quaken, das denken wir uns jetzt. Das war's. Zunächst aus Brandenburg. Mehr gibt's wieder ab 21.45 Uhr in RBB aktuell. Und jetzt Nachrichten aus aller Welt in der Tagesschau und anschließend unser neues RBB-Verbrauchermagazin Supermarkt. Und da ist ein Thema. Augen auf bei der Suche nach Umzugshelfern, sonst wird man über den Tisch gezogen, noch bevor der raus aus der Wohnung ist. Uns gibt's morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss. Die Elektromobilität soll in Deutschland ordentlich Fahrt aufnehmen. Elektrooffensive, Grundsteinlegung für neue Batteriefabrik in Kamenz. Bürokratiefrust. Handwerk kritisiert Flut von Vorschriften und Richtlinien der EU-Kommission. Und harte Konsequenzen. Dynamo Dresden nimmt Stellung nach den Krawallen in Karlsruhe. Der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Daniel Johe. Guten Abend. Wenn die Kanzlerin und einer der wichtigsten Wirtschaftsbosse Deutschlands nach Kamenz kommen, dann ist klar, es geht um was richtig Großes. Um eine Investition von 1,5 Milliarden Euro. Heute war Grundsteinlegung für ein zweites Batteriewerk in Kamenz.
Die Daimler AG will dort die Autoakkus der Zukunft herstellen. Es ist die größte Industrieansiedlung in der Geschichte der Stadt. Die Grundsteinlegung war eher symbolisch, aber ganz real das Interesse und Engagement der Bundeskanzlerin für diese Werkserweiterung. Eine leistungsfähige Batterie ist von entscheidender Bedeutung für die weitere Entwicklung der E-Mobilität und für den Durchbruch dieser Technologie. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier in Kamenz mit dabei sein darf, nehme auch weitere Einladungen an und schaue mal, ob ich kommen kann. Ministerpräsident Tillich hat die Kanzlerin voller Vorfreude schon gleich zur Werkseinweihung im Sommer 2018 eingeladen. Etwa 500 neue Arbeitsplätze sollen dann gebührend gefeiert werden. Auch wenn in Kamenz keine Batteriezellen mehr produziert werden, die Batteriemodule und vor allem die Weiterentwicklung der Technologie sollen dafür sorgen, dass Sachsen in puncto Elektromobilität die Nase vorn hat. Wir werden dabei sein, wenn also keine neue Etappe in der Automobilität aufgeschlagen wird oder in Angriff genommen wird, dann wird auch Sachsen, dann werden diese Mitarbeiter dabei sein. Das heißt, es werden neue Arbeitsplätze, es entstehen neue Arbeitsplätze und das hundertfach. Und das, glaube ich, ist auch ein gutes Signal, nicht nur an die Region, sondern an Sachsen als Automobilland insgesamt. Und Daimler will gar nicht ausschließen, hier auch einmal wieder Zellen für die Batterien zu produzieren. Wir gehören dort sicherlich zu den weltweit mitführenden Standorten in dieser Hinsicht. Das machen wir mit voller Kraft und Überzeugung weiter. Und wenn dort natürlich ein Durchbruch in eine sehr viel leistungsfähigere Technologie gelingen würde, dann hätten wir hier natürlich auch zusätzlich am Standort noch weitere Optionen. Die Hoffnung auf eine elektromobile Zukunft nimmt immer mehr Raum ein in Kamenz. Genauer gesagt 80.000 Quadratmeter bei Accomotive. Ja, Aufbruchsstimmung ist da in Kamenz. Doch manch einer könnte bei den Bildern, die wir eben gesehen haben, auch einen Déjà-vu-Effekt gespürt haben. Denn das gab es schon mal, dass Politiker in Kamenz den Grundstein für eine Batteriefabrik legen. 2001 war das. Sachsens damaliger Finanzminister und späterer Ministerpräsident Georg Milbrath hatte in Kamenz seinen Wahlkreis und sorgte dafür, dass dort groß investiert wird. Aber eine Erfolgsgeschichte war das nicht. Es begann als Traum. 2001 wurde in Kamenz der Grundstein gelegt für eine Batteriefabrik. Nicht in Asien, sondern in Deutschland sollten Stromspeicher für Notebooks hergestellt werden. Aber trotz vieler Innovationen und eines Fördermittelregens gab die Firma Ionity 2004 wieder auf. Ausgeträumt. Und da sind 24 Millionen Euro Förderung in den Standort geflossen. Es war mit viel Hoffnung verbunden. Und wir können an der Stelle feststellen, diese Hoffnungen wurden nie erfüllt. Es blieben arbeitslose Facharbeiter und Europas größter Trockenraum zur Herstellung von Batteriezellen. Darauf wurde der Essener Mischkonzern Evonik aufmerksam, gründete 2006 aus dem insolventen Unternehmen die Litec, welche Lithium-Ionen-Batteriezellen herstellte. 2008 stieg Daimler ein, um zusätzlich komplette Batteriemodule für den Smart zu bauen. Doch die Fertigung der Zellen war wegen der geringen Stückzahl nicht wettbewerbsfähig. Die nächste Enttäuschung. Dann fiel Ende 2014 die Entscheidung, die Zellfertigung stillzulegen, also hier am Standort. Das war natürlich klar für die Belegschaft ein herber Tiefschlag. Wir haben den Standort aufgebaut und dann heißt es plötzlich, die Zellfertigung wird stillgelegt. Aber die Mitarbeiter der Zellfertigung arbeiteten unbeirrt alle Aufträge ab. Die Entscheider in Stuttgart haben bemerkt, dass die Menschen hier vor Ort bis zum letzten Tag sehr solide ihre Arbeit machen. Und das hat sie auch sehr beeindruckt, diese Haltung, diese Tugend. Und mit der kann man was anfangen. Daimler glaubt fest an seinen sächsischen Standort und an die Notwendigkeit eigener Batteriekompetenz, denn Batterien sind das Herzstück von Elektroautos. Heute kommen die Zellen aus Südkorea. In Kamenz werden sie mit einer eigenen Steuerung zu Batteriemodulen verarbeitet, um möglichst hohe Reichweiten zu erzielen, zum Beispiel in der Elektroversion des Smart. Aber schon bald wird es bei Daimler eine Vielzahl von Elektroautos geben, die mit Batterien aus Kamenz unterwegs sind. Er war laut Bundesanwaltschaft einer der engsten Vertrauten des NSU-Trios, André E. aus Zwickau. Dem Rechtsextremisten wird vorgeworfen, die Terroristen unterstützt zu haben, weshalb er, wie auch Beate Zschäpe, im NSU-Prozess in München auf der Anklagebank sitzt. Und nun
kommt noch etwas dazu auf der Liste der Vorwürfe gegen ihn. Er soll vergangenes Jahr einen Jugendlichen verprügelt haben. Einen Strafbefehl lehnte er ab, weshalb er nun auch in Zwickau noch vor Gericht steht. André E. schweigt zur Sache, macht ein paar Angaben zu seiner Person, dann schweigt er weiter. Das ist für mich recht ungewöhnlich, weil ich eigentlich erwartet habe, erstens, dass er heute hier mit seinem Anwalt aus dem NSU-Prozess auftritt und zweitens, dass er den Vorwurf wohl bestreitet, weil er Einspruch eingelegt hatte gegen diesen Strafbefehl. Ich kann mir auch nicht erklären, warum er diese öffentliche Hauptverhandlung wollte. Natürlich mit Kenntnis der zu erwartenden Medienpräsenz. André E. schweigt. Genau wie im NSU-Prozess. Er soll zum engsten Kreis des Terrortrios Zschäpe Mundlos Bönhardt gehört haben. Dreimal in der Woche sitzt er deshalb in München, gemeinsam mit anderen Unterstützern, neben Beate Zschäpe auf der Anklagebank. Die Vorwürfe: Raub, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung. Hier in Zwickau steht der Vater von drei Kindern wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung vor Gericht. Nach einem Streit seines Sohnes mit einem anderen Jugendlichen soll er diesen brutal zusammengeschlagen und bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft sieht durchaus Parallelen zwischen beiden Prozessen. Mit Fußtritten und Faustschlägen gewalttätig gegenüber anderen zu werden und Drohungen auszusprechen, nun doch recht szenetypisch, weil es immer Hauptmittel und Zweck der rechten Szene ist, Angst und Gewalt zu verbreiten, um so ihre Meinung, ihre Auffassung, Durchsetzung zu verschaffen. Heute ist André E. zu einer Geldstrafe von fast 700 Euro verurteilt worden. Er hat die Gerichtsentscheidung schweigend hingenommen. Ob er in Revision geht? André E. schweigt. Und wir bleiben in Zwickau. Dort haben Unbekannte versucht, mit Feuerwerkskörpern Anschläge auf einen Dönerimbiss und einen muslimischen Gebetsraum zu verüben. Die Vorfälle ereigneten sich am späten Freitagabend. Der Pyrotechniksatz am Gebetsraum ging nicht los. Der Sprengsatz am Dönerimbiss dagegen beschädigte die Scheibe. Im Zusammenhang mit beiden Taten sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Fall liegt jetzt beim operativen Abwehrzentrum in Leipzig, das für extremistisch motivierte Straftaten zuständig ist. Das OAZ hat die Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachtes unter anderem der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion bzw. der Verdacht einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Wir prüfen ebenfalls, ob Zusammenhänge vorliegen bzw. ob eine politische Motivation zugrunde liegt. Sagt die Sprecherin des operativen Abwehrzentrums. Und die Polizei hatte heute auch in Chemnitz einiges zu tun. Mehr dazu in den Kurznachrichten. Erneut Bombendrohung. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist gegen dieses Chemnitzer Geschäftshaus eine Bombendrohung eingegangen. In dem Haus befinden sich unter anderem Finanzamt, Post und Sozialgericht. Bereits vor einer Woche mussten mehrere Kunden und Mitarbeiter in Sicherheit gebracht werden. Spürhunde wurden auch diesmal nicht fündig. Insolvenz in Kunewalde. Die Amtec Küpper Group, zu der auch das Werk in Ostsachsen gehört, hat Insolvenz angemeldet. Die Produktion laufe jedoch vorerst weiter, hieß es. In Kunewalde sind 200 Mitarbeiter beschäftigt. Zweiter Wahlgang nötig. Die Entscheidung, wer der nächste Oberbürgermeister von Crimmitschau wird, ist vertagt. Bei der Wahl gestern hat kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Der parteilose Amtsinhaber Holm Günther kam auf 41,2%, André Raphael für die CDU auf 40,4% und Kevin Scheibel von den Linken auf 18,4%. Damit kommt es am 11. Juni zu einem zweiten Wahlgang. Dann reicht die einfache Mehrheit. Die Dresdner Sinfoniker machen ja nicht nur wunderbare Musik, sie nehmen sich auch immer wieder politischer Themen an. Ihr aktueller Plan war, ein Anti-Mauer-Konzert in San Diego an der mexikanischen Grenze zu spielen. Doch darum ist Streit entbrannt. Die Behörden in den USA erließen ein Auftrittsverbot, begründet mit Sicherheitsbedenken und Vogelschutz. Hintergrund der Kunstaktion ist, dass Präsident Trump 3000 Kilometer Grenze mit einem hohen Zaun sichern will. Die Dresdner Sinfoniker haben deshalb für Anfang Juni zum kollektiven Aufstand gegen Abgrenzung aufgerufen. Künstler aller Sparten sollen sich an diesem Tag mit eigenen Aktionen oder Flashmobs vor Ort auf beiden Seiten entlang der Grenze beteiligen. Die Dresdner Sinfoniker wollen ihr Konzert trotz des Verbots geben, nun allerdings nur auf mexikanischer Seite. Das Event Tear Down This Wall, sagt ja auch schon der Name, ist der amerikanischen Seite einfach viel zu politisch.
Ich glaube, sie haben Angst vor uns. Wobei es handelt sich ja jetzt hier um ein friedliches Projekt. Das ist ein Konzert über die Mauer. Wir hätten quasi eine musikalische Brücke über die Mauer gebaut. Und klar, natürlich hat das eine politische Message, nämlich reißt die Mauer ein und reißt auch alle Mauern ein in dieser Welt. Es geht nämlich nicht nur um diese Mauer. Aber wahrscheinlich ist den Amerikanern das zu heiß. Ja, und mehr zu dieser und früheren Aktionen der Dresdner Sinfoniker finden Sie bei uns im Internet. Und von Donald Trumps Amerika schauen wir jetzt nach Europa, denn da gibt es durchaus eine Verbindung. Donald Trump ist Europas letzte Chance, das sagte kürzlich der ehemalige US-Botschafter in Deutschland. Im Sinne von angesichts von Donald Trump müssten die Europäer nun endlich mal zusammenhalten. Ja, nur fühlen wir uns eigentlich wirklich als Europäer? Und was wissen wir eigentlich über die EU? Darum ging es heute beim bundesweiten EU-Projekttag an Schulen, auch in Böhlen bei Leipzig. Europa ist für mich nach meiner Schule eigentlich eine große Möglichkeit, irgendwo im Ausland zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Europa ist für mich eine Gemeinschaft zu schaffen, in der in der Zukunft auch Frieden herrscht. Identifikation würde ich eigentlich schon sagen. Sie sind Schüler am Berufsgymnasium, 18 Jahre alt, nächstes Jahr machen sie Abitur. Und dann steht ihnen die ganze Welt offen, die sie ohne eine Europäische Union gar nicht kennen. Trotzdem gibt es Diskussionsbedarf. Rede und Antwort steht heute Petra Köpping, sächsische Ministerin für Gleichstellung und Integration. Ich wollte von Ihnen wissen, wie Sie es finden, dass die Türkei zur EU beitreten möchte. Ich glaube, dass die Türkei, um die Frage kurz zu beantworten, weit weg ist von einem Beitritt zur EU. Aber ich glaube nicht, dass es richtig wäre, alle Kontakte, alle Gespräche, alle diplomatischen Beziehungen zur Türkei abzubrechen. Türkei-Beitritt, Brexit und die Wirtschaftskrise. Die Jugendlichen sind gut informiert, interessiert und sie machen sich Gedanken über die Zukunft Europas. Ich mache mir Sorgen in Europa, weil so viele rechtsradikale Bewegungen zurzeit sind. Ja, aber ich mache mir natürlich auch wegen Griechenland Sorgen und wegen dem Brexit. Ich mache mir in Europa Sorgen aufgrund des Rechtsrucks. Der Rechtsruck als Folge der Flüchtlingskrise. Kein Thema bewegt die Schüler so sehr wie dieses. Fragen nach der Daseinsberechtigung der Europäischen Union oder Zweifel an dieser Idee gibt es hier nicht. Die junge Generation, die kennt Europa nur so, wie es eben ist. Und das war für mich heute auch beeindruckend, dass doch einige gemerkt haben, dass da das eine oder andere an Werten, was wir in Europa uns geschaffen haben, das fängt beim Frieden an, dass dieser Wert vielleicht bedroht sein könnte. Und das ist eine neue Chance, die wir mit jungen Menschen haben, zu sagen, wir müssen Europa bewähren, wir müssen Europa stärken. Kritik kommt natürlich trotzdem am mangelnden Zusammenhalt, am Egoismus einzelner Länder, an Themen, über die die Jugendlichen tatsächlich reden wollen. Und das nicht nur, weil es heute der Stundenplan so vorsah. Ja, und interessanterweise haben auch nicht nur Schüler eine Meinung zur EU, sondern auch Handwerker in Sachsen. Die haben heute einerseits gejubelt, sie sehen ihre wirtschaftlichen Aussichten positiv. 3 von 4 Betrieben in Sachsen wollen investieren. Sie haben aber auch geklagt, eben über die EU und deren Bürokratie. Da fordern sie spürbare Entlastung. Ein Bäckermeister hat uns erzählt, was er neben Brötchenbacken so alles Bürokratisches erledigen muss. Sein Arbeitstag beginnt in der Nacht. Ab 0.30 Uhr steht Bäckermeister René Krause in seiner Dresdner Backstube. Doch das ist nicht das, was ihn stört. Seinen Beruf hat er freiwillig gewählt, den Bürokratiewahnsinn nicht. 5 bis 6 Stunden Brot backen und mittlerweile 5 bis 6 Stunden Schreibkram. Das belastet mich schon, weil wir sind ja mit Herz, mit Leib und Seele sind wir Bäckermeister. Und ich kenne das noch aus meinen Opas Zeiten, auch die Zeiten von meinem Vater. Die waren von vorne bis hinten immer in der Backstube, haben Büro ein bisschen hinten dran gehangen. Das ist heutzutage ganz anders geworden. Das belastet schon sehr. Vater und Opa seien noch ohne Sekretärin ausgekommen. René Krause hat gleich 3 Bürokräfte. Die Menge an Dokumentationspflichten sei immens. Wir brauchen Temperaturprotokolle, wir brauchen Müllprotokolle, wir müssen die Arbeitszeit erfassen, wir haben Protokolle für die Berufsgenossenschaft, wir müssen unheimlich viele Formulare für das Statistische Landesamt ausfüllen. 3-mal täglich Kühltemperaturen von Backwaren messen und notieren, den angefallenen Müll nicht nur trennen, sondern wiegen. EU-Verbraucherrecht, EU-Umweltrecht,
EU-Steuerrecht. Industrielle Großbetriebe könnten das zeitlich und finanziell leichter bewältigen. Erschwerend komme hinzu, dass EU-Länder in der Umsetzung großzügiger seien als das Parlament und die Behörden in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen, aber ganz oft ist es so, dass die Dokumentationspflichten und so weiter so ausführlich zu machen sind, dass wir das einfach nicht leisten können. Und hier ist unser Appell an die EU, nur die globalen Sachen zu regeln und dann unsere Umsetzungsbehörden oder Ministerien uns so viel wie möglich Freiraum zu schaffen, dass wir im Handwerksbetrieb arbeiten können und nicht die Antwort von jungen Leuten bekommen: Ich würde ja deinen Betrieb übernehmen, aber ich tue mir das nicht an. Ob sein Sohn einmal in seine Fußstapfen treten möchte, da hat René Krause so seine Zweifel, weil er unsicher ist, ob er dies mit gutem Gewissen empfehlen kann. In einer Kirche, da wird gepredigt, ab und zu wird auch gesungen, aber richtig getanzt wird selten. Geht aber. Das beweist das Theater Plauen-Zwickau. Am Wochenende gab es da die Uraufführung von Dancing Chorus Line. Das Ganze in der Zwickauer Lukaskirche. Denn das eigentliche Theater, das wird gerade saniert. Und in dem Stück geht es, ähnlich wie im Hollywood-Streifen wie mit Michael Douglas, um die harte Konkurrenz im Tanzgeschäft. Und die kennen auch die Akteure selbst. Die Ellenbogengesellschaft als Tanzperformance. In Dancing Chorus Line, nach Motiven eines Hollywood-Musicals, tanzt jeder gegen jeden um einen Job in einer Company. Choreografiert hat das Kampfcasting Annette Göhre für das Theater Plauen-Zwickau. Wenn man sich mal vorstellt, dass für das Theater Plauen-Zwickau für drei Stellen für die kommende Spielzeit sich tatsächlich 184 Leute beworben haben, also das ist eine unvorstellbare Zahl, finde ich eigentlich. Das ist irre. Und ich glaube, dass eben diese Geschichte exemplarisch ist für andere Konkurrenzsituationen. Okay, danke, du wärst dann fertig. Ist man zu dick oder zu alt für den Job? Für die Tänzer berührt das Stück ihre unmittelbare Arbeitswirklichkeit. Und irgendwann ist sowieso Schluss, macht der Körper zu. Ich bin schon 36. Ich habe zwei Kinder und ich bin schon Ende meiner Karriere. Das ist meine letzte Spielzeit. Ich höre auf. Maki Taketa aus Japan erzählt, dass sie in 10 Jahren nur 2 faire Vortanzverfahren erlebt habe. Und Nilmar F. Dos Santos wird schon mal wegen seiner Hautfarbe abgewählt, sagt der Brasilianer. Ja, bei mir ist hier geklappt. Jetzt gut, ich arbeite hier. Ja, Gott sei Dank, ich habe eine Arbeit. Angst? Nee, für mich, dass das Leben ist offen. Kannst du machen, was du willst. Und ja, überall gibt es Hoffnung. Dancing Chorus Line in der Zwickauer Lukaskirche. Das Theater macht aus der Not eine Tugend, wird doch nach vielerlei Querelen das Stammhaus für 14 Millionen Euro bis 2019 saniert. Ich finde, dass man sowas schon immer als Herausforderung, und zwar als positive Herausforderung, begreifen sollte. Und das tue ich auch und das tun alle, habe ich das Gefühl, und das macht richtig Spaß. Also ich bin sehr gerne hier in der Lukaskirche. Und ich finde auch, dass das Publikum auch diese neuen Spielstätten sehr gut angenommen hat. Also ob das die Pestalozzi-Aula, der Mahlsaal, also die gehen da wirklich auch mit Lust hin. Kapitalismuskritik im Tempel der Nächstenliebe. Das Ballettensemble mit Leidenschaft und schöner Leistung. Ja, wirklich schön anzusehen, was man nicht unbedingt sagen kann zu der Aktion von Dynamo Dresden-Anhängern vor einer Woche. Der Verein hat sich nun endlich, muss man ja sagen, ausführlich dazu geäußert. Mehr dazu bei dir, Marc, im Sport. Ja, da haben einige drauf gewartet. Schönen guten Abend. Sportlich gesehen, da können die Schwarz-Gelben ja momentan sehr zufrieden sein. Nur diese Bilder von Dynamo-Anhängern und das, was da rund um das letzte Auswärtsspiel in Karlsruhe passiert ist, verderben eben derzeit die gute Stimmung. Es gab landesweit heftige Reaktionen und heute dazu endlich auch eine Pressekonferenz. Denn noch immer stand bisher die Frage im Raum, wie die Dresdner Vereinsführung damit nun konkret umgehen wird. Dynamo-Geschäftsführer Ralf Minge im Zwiespalt. Hier die 3 Jahre sportlich und wirtschaftlich erfolgreiche Aufbauarbeit, gekrönt mit der erfolgreichsten Saison seit 23 Jahren. Die sogar den stets unaufgeregten Trainer zu wahren Lobeshymnen veranlasst. Ja, grandios, richtig gut. Unerwartet gut. Und nichtsdestotrotz sitzt man jetzt hier als Geschäftsführer des Vereins und hat ganz einfach ein Scheißgefühl.
Dieses Scheißgefühl hat Minge seit Sonntag vor einer Woche. Eigentlich müsste er sich in diesen Tagen um Ersatz kümmern für Gogia, Stefaniak und all die anderen, die Dynamo verlassen. Vielleicht braucht man sogar Ersatz für Torjäger Kutschke. Doch seit dem Auftritt der Dynamo-Anhänger in Karlsruhe müssen sich Minge und seine Mitstreiter erklären, wie so etwas passieren konnte. Ist ja nicht unbedingt verboten, solche T-Shirts anzuziehen. Ja, aber wir müssen uns einfach als Verein die Frage stellen, wollen wir so nach außen hin in Erscheinung treten? Am Freitag war Minge mit seinem Geschäftsführerkollegen beim DFB in Frankfurt. Heute waren sie im Dresdner Rathaus beim Oberbürgermeister. Danach erklärten die Dynamo-Bosse die vereinsinternen Konsequenzen aus Karlsruhe. So wird es künftig unter anderem einen 2-Euro-Sicherheitszuschlag bei Auswärtsspielen geben. Den Ultras sollen die Dauerkarten für Auswärtsspiele entzogen werden. Und bei Konfliktspielen sind auswärts personalisierte Tickets geplant. Das eigentliche Dilemma aber beschreibt der Verein so. Wenn ein Straftäter den Eindruck hat, mir passiert sowieso nichts, weil mich sowieso keiner greift, dann werden sie ihn auch mit allen Präventivmaßnahmen der Welt nicht von den Straftaten abhalten. Gewalttäter im Fußball haben also nicht viel zu befürchten. Die Quote ist leider verschwindend gering. Ich glaube, an vielen Stellen ist die Polizei da auch nicht glücklich, da zum Teil auch Ermittlungsergebnisse vorliegen, aber die Akten bei den Staatsanwaltschaften eigentlich viel zu lange liegen. Neben dem DFB-Strafmaß für die Vorkommnisse in Karlsruhe droht den Schwarz-Gelben möglicherweise noch ein eher unerwartetes Unheil. Unterm Strich muss man dann letztendlich auch, wenn wir hier keinen Schritt vorbei weiterkommen, ganz einfach auch für sich die persönlichen Schlüsse und Konsequenzen daraus ziehen. Ein Minge-Rücktritt wäre für Dynamo eine der härtesten Konsequenzen. Weitere Informationen zur Pressekonferenz und den Maßnahmen von Dynamo Dresden können Sie auch auf unserer MDR-Internetseite nachlesen. Ja, und auch DFB-Präsident Reinhard Grindel, der auf Einladung der Partei Die Linke heute in Sebnitz und Pirnawald, der hat sich noch einmal zu der, wie die Dynamo-Anhänger es ja selber nennen, Kriegserklärung gegen den DFB geäußert, mit der sich ja mehrere andere Fangruppierungen am Wochenende sogar solidarisiert haben. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass diejenigen, die uns eine Kriegserklärung gegenüber ausgesprochen und das damit unter anderem begründet haben, wir würden nicht diskutieren, den Präsidenten selbst von Dynamo Dresden niedergeschrien haben, der zu dem aufrufen wollte, was ich auch wichtig finde, nämlich Respekt und Fairplay und sich darauf zu verständigen, was zur Fankultur gehört und was nicht. Und ich finde, dass eine ganze Reihe von Dingen, die da in den letzten Wochen passiert sind, nicht zur Fankultur gehören. Und anders als Dynamo ist Erzgebirge Aue seit gestern Abend erstmal sorgenfrei. Trotz der 0-1-Niederlage am letzten Spieltag in Düsseldorf haben die Veilchen das kleine Wunder Klassenerhalt also gepackt. Sagenhafte 26 Punkte in der Rückrunde. Dazu gestern die Schützenhilfe von Dynamo und Heidenheim reichten am Ende zu Platz 14. Da wurde natürlich auch ordentlich gefeiert. Den Morgen danach, den hatte sich aber einer dann doch etwas anders vorgestellt. Böse Überraschung am Morgen für Aues Edelfan Reinhard Lange. Für jeden, ob Spieler oder Trainer, sollte es jetzt eigentlich einen von Lange selbst entworfenen Bergmannshelm geben, als Nicht-Abstiegsgeschenk. Die Mannschaft aber nach der Partynacht von Düsseldorf, erst im Morgengrauen, irgendwann zurück in Aue und sofort wieder in alle Himmelsrichtungen verstreut. Keiner da, als Lange mit den Helmen kam. Die liegen schon länger fertig. Ihr seht ja, die haben sie auch alle unterschrieben. Gegenseitig für sie als Erinnerung. Und jetzt sind sie nicht da. Ich weiß nicht, wie die den Urlaub überleben sollen ohne die Helme. Ne? Helme hin oder her. Wichtig ist allein der Klassenerhalt. Nach Dotschefs Abgang holten die Veilchen unter No-Name-Neutrainer Domenico Tedesco in 11 Spielen unglaubliche 20 Punkte. Und das war schon in, ich kann es mal so formulieren, da haben wir nicht viel falsch gemacht. Das 0-1 in Düsseldorf gestern am Ende bedeutungslos, weil die Veilchen Schützenhilfe bekamen von Heidenheim gegen 60 München und ausgerechnet vom Erzrivalen Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Wo dann das Tor für Dynamo fiel, riefen wir
spontan Dynamo. Ne, das ist ja nur ein ganz schönes Ding, aber das war so. Wir haben für Dynamo dann die Daumen gedrückt. Wir aus dem Erzgebirge spielen das wohl in der Bundesliga. Also das ist schon was. Was man erstmal begreifen muss. Und das ist eigentlich das Hochwertige, dass wir in unserer Region diese wohl der Bundesliga erhalten. Aue auch nächstes Jahr in der zweiten Liga. Jetzt herrscht endlich Planungssicherheit. Die nächsten Tage werden spannend. Was passiert personell? Verlässt die Innenverteidigung mit Breitkreuz und Samson den Club? Wer kommt, wer geht? Und was passiert am Ende eigentlich mit den Helmen von Reinhard Lange? So, sehr wichtig, die letzte Frage. Wir machen weiter mit Pferdesport. Ja, und da finden ja derzeit fast jedes Wochenende im Freistaat Spring- und Reitturniere statt. Oftmals sind es relativ kleine Vereine, die mit viel Liebe und Leidenschaft eine mehrtägige Sportveranstaltung auf die Beine stellen. Wie zum Beispiel auch der Glashütter Pferdesportverein, der am Wochenende nun schon zum 10. Male Ross und Reiter zum Turnier eingeladen hatte. Ganze 4 Tage verwandelte sich die Reitanlage in Oberfrauendorf zum Mekka des hiesigen Pferdesports. Kamen Ross und Reiter aus fast allen Bundesländern sowie aus den Nachbarländern Tschechien und Polen, um am Jubiläumsturnier des PSV Glashütte teilzunehmen. Ganze 75 Mitglieder zählt der kleine Dorfverein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. An Turniertagen wird jede Hand benötigt. Denn fast alles, angefangen bei den Stallungen bis hin zum Parcours, wird vom Verein selbst organisiert. Also wir sind sehr, sehr stolz, dass wir diese Glashütter Reitertage zu dem gemacht haben, wie sie jetzt sind. Dass sie so gut angenommen werden von den Teilnehmern, von den Zuschauern, von den Sponsoren. Also sind wir wirklich sehr, sehr stolz auf diese Veranstaltung in dieser Größenordnung jetzt. Denn was einst als regionales Turnier begann, ist mittlerweile international anerkannt. Mehr als 200 Teilnehmer waren in diesem Jahr dabei. Unter ihnen Henry Tögel, das Aushängeschild des PSV Glashütte. Mit 5 Pferden ging der Lokalmatador 15 Mal an den Start. Im Springen der Klasse S mit 1 Stern holte er mit Stute Malin nach 2 fehlerfreien Durchgängen einen guten 3. Platz. Also Sieg wäre natürlich etwas besser gewesen, aber sie ist noch nicht so viele schwere Springen gegangen. Und das ist jetzt die 2. Platzierung im schweren Springen und sehr zufrieden. Wir wollen natürlich die Bedingungen noch mehr verbessern. Wir sind auch immer offen für Kritiken, also dass wir wirklich noch mal weiter daran arbeiten, dass sich alle noch wohler fühlen. Und ja, dann schauen wir mal nach oben hin, wo es endet. Die Glashütter Reitertage, inzwischen sind sie eine Tradition. Ein Reitturnier, das nach Leipzig und Chemnitz inzwischen zur 3. Veranstaltung dieser Art in Sachsen gewachsen ist. Ja, das ist doch schön. Und wir springen jetzt gleich zum Wetter. Das hat Susanne Langhans und morgen ist hier Andreas Ruck für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.